Moin Freunde, wir sind wieder im Stream und die Aufnahme läuft natürlich wieder. Grüße an alle, die im Stream dabei sind. Ihr könnt jetzt zwar reinschreiben, Grüße YouTube, aber lull, es wird keiner lesen auf YouTube im Video. Wir werden jetzt auf Setups wieder reagieren, was einige Leute von euch so zu Hause haben an Pfeifen. Gerne den Link dazu in der Beschreibung abchecken und mir auch was einschicken. Setups, Tabaksammlung, Shisha-Räume und irgendwas Viertes habe ich. Genau, Safe-Match-Shisha noch. Und wir werden jetzt anfangen zu reagieren mit dem Stream zusammen. Und wir fangen mit was ganz, ganz Nicem an. Mir hat jemand was ganz, ganz Nices eingeschickt. Für den, muss man schon sagen, geht Pfeife so ein bisschen unter die Haut. Mit dem Jonas M. Jonas M. Hatte hier, was ist das eigentlich? Eine wunderschöne, ich muss mir erstmal wieder die merken, wie man hier muss erstmal merken, wie man hier wieder ranzoomt. Erstens, Jonas M., danke erstmal fürs Einschicken der Bilder. Dickes Ocean-Mundstück. Auf jeden Fall eine Ocean Fusion ist das am Start. Die Bowl ist wunderschön, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Die sieht echt nice aus. Ich finde bloß, der Schlauch passt nicht ganz dazu. Oben Tellermann Harmony, auch nice. Dann hatte der Jonas M., das will ich noch nicht zeigen. Warum öffnet der die immer erst auf der Seite? Das hier eingeschickt. Das sind alle seine Pfeifen, die der hat. Schon stabile Samsung. Samsung. Junge, Alter, ich sprach heute. Scheinbar hat er noch eine Ocean in Gold. Das ist eine gute Frage. Was ist dann das Rechte? Weiß das zufällig jemand aus dem Stream? Ich würde schätzen, das ist ein Alligator oder so. Oder eine Smoker, aber der Teller sagt was anderes. Schwierig zu sagen, das ist auf jeden Fall eine Ocean Kaif. Wuka, wahrscheinlich Wenge ist das mit der Blackjack Bowl. Oh, schwierig. Nice Pfeife, will ich mir seit Ewigkeiten holen, mache es aber nicht. Welche sind meine Pfeife? Ach, du bist sogar witzigerweise im Stream. Was ist denn das da hinten für eine Pfeife? Aber du hattest, glaube ich, auch geschrieben. Das will ich aber noch nicht öffnen, da hier gleich noch eine nice Überraschung kommt. Denn Werkbund-Pfeife, VZ-Hooker, geile Pfeife. Das sieht mir aus wie eine Kini-Mod. Die Pfeife ist, glaube ich, eine Odoman. Und das da hinten weiß ich nicht. Dann hatte er aber noch, ich finde, der Jonas M., Mr. Steel. Die sagt mir gar nichts. Ich finde, der Jonas M. hat eine richtig, richtig geile, also ein richtig, richtig geiles Bild angeschickt. Und das ist mit unter die Haut gehen, was ich meine. Das ist das. Der Jonas M. hat einfach ein Tattoo von der Ocean Hooker Kaif. Von der Ocean Hooker Kaif. Und das Krasse ist, dass er ja nicht nur die Pfeife sich ablichten oder abtätowieren lassen hat, sondern er hat halt einfach das originale Mundstück plus den Ocean Hooker 68 plus die Zange, die bei der Kaif dazu ist. Das heißt, er hat einfach, das ist einfach ein reines Ocean Tattoo. Ohne den Callout, weil der Callout würde fehlen. Das ist nicht ganz original. Ich hätte es noch geil gefunden mit Callout und Kohle klar drauf. Aber so ist schon, das ist schon nice, Alter. Das ist definitiv. Boah, Shisha-Tattoo bei mir, ja oder nein? Was sagt denn der Chat dazu? Sollte ich mir mal ein Shisha-Tattoo stechen lassen? Gerne auch in die YouTube-Kommentare, das ist... Boah, ein Shisha-Tattoo, ganz schwierige Nummer. Er hat hier uns noch einen Text geschrieben, den muss ich auch mal durchlesen. Am Bayern Bild meiner Sammlung, ach, er hat es geschrieben. Wuka, Ocean Kaif, Ocean Fusion, Mr. Steel, VZB Copper, Werkbund, Odemann, N7, Vendetta und Kinemod TGK 3.0. Doch eine Kinemod. Dann habe ich dann noch meine Kaif mit Neuer und Alter Bowl und mein Beintattoo auf ein Foto gemacht. Das Tattoo ist auf dem Bild noch rot, weil das Bild vor 2 Jahren direkt nach dem Stechen entstanden ist. Gibt es die Pfeife nicht knapp 2 Jahre? Crazy. Zu guter Letzt noch ein nice Bild von meiner Ocean Fusion und diese auf dem Sommerbalkon. PK 500 4S 24 Karat Ocean Twisted XL Mundstück und der Ocean 68 Fallen. Im Einsatz. Man hätte auch einen Text lesen können. Der Chat sagt übrigens, für alle Leute, die es im YouTube nicht lesen können, safe auf jeden Jahr als Erinnerung an YouTube-Zeit. Nee, wenn du das machst, mache ich auch. Ja, nee, wirst du in 30 Jahren bereuen. Ich sagte, ich werde safe nicht bereuen. Klares Ja, aber nicht so groß, auch nur weil du so Shisha so intensiv raus und nicht so nice. Also ich sag mal, das Tattoo ist ja auf der Wade. Das feiere ich schon. Kurze Story aus dem Leben, mein Onkel hat ein Tattoo auf der Wade im Bein und ich glaube, er hat gesagt, das tut höllisch weh irgendwie. Entweder sagt er, tut höllisch weh oder tut gar nicht weh. So ein Stammbaum mäßig. Aber auf der Wade, ich wüsste nicht, wohin, aber boah. Eigentlich müsste ich mir ein VZ-Hooker-Tattoo machen lassen. Das wär's. VZ-Hooker-Tattoo. Das muss ich mir safe aufschreiben.
VZ-Hooker wäre wirklich eine Pfeife, die ich mir echt stechen lassen würde. Und dann ist irgendwas, dann fallen die mit irgendwas Negativem auf. Aber nice, definitiv nice. Danke dir, Jonas M., fürs Einschicken an dieser Stelle. Ah, jetzt öffnet er sie mal drüben. Kuss geht raus an Windows-Fotoanzeige. Maurice M. hatte was eingeschickt und zwar eine wunderschöne Aladdin. Von der Base ist es eine 470. Von der Größe und vom Teller ist es eine 470. Von der Rauswahl aber nicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube, die hat Katz drin. Wunderschöne Pfeife. Absolut nur empfehlen an der Stelle. Grunddürlet auf aladinshop.de. Hier noch im Schrank das Ganze. Wie sein Setup aussieht, da sind ein paar Bilder von ihm gewesen, nicht viele. Aber bei dem guten Maurice M. ist noch was ganz Trauriges. Das musste ich einfach mit reinnehmen in Shisha-Setup, weil ich denke mal, es war sein bester Kopf. Grüße an den Maurice M. Schweigeminute für den Oblako M. an dieser Stelle. Aber nice, wie der geteilt aussieht. Ne, ist euch das mal, wie der geteilt einfach von drin aussieht. Sieht man auch nicht alle Tage. Der sieht von innen, vor allem wie käseweiß das ist. Warum ist das so käseweiß? Dann Maron E. hat eine wunderschöne Vairo Mose Noir. Oh, ich komme schon auf die Namen nicht mehr. Geiles Teil, wie gesagt, vom Ausbusten. Persönlich gefällt mir immer nicht die Base. Muss aber sagen, er hat eine schönere als ich. Mir gefällt die mehr, wenn die eine schwarze Bohr hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Plus Oblako, plus Kalaut Erlmann, plus Somosib auch noch auf Schutz angelehnt. Definitiv nice. Nice Setup. Schlauchfeder bräuchte man sogar nicht unbedingt dran. Mache ich aber auch öfter dran, einfach nur fürs Designliche. Sieht aber nice aus, auch nice geschossen. War aber auch leider nur das einzige Bild von ihm. Denn ein Bild vom lieben Tobias an der Stelle. Was hat der für einen Fall? Also erstmal die Kopfauswahl. Stabil. Man muss natürlich sagen, dass Kopfauswahl und Pfeifenauswahl nicht ganz übereinander passt. Ist zwar eher eine Anfängerpfeife, muss man sagen, oder eher eine Anfängergerichtete, ist eher eine Alupfeife, ist die Twist, wenn mich nicht alles täuscht, Kaya Elox Twist, die habe ich auch vorgestellt. Ich glaube, es ist genauso sogar in der Farbe. Tabakauswahl brutal, also geile Tabakauswahl, Bruderherz am Start, Blaulicht am Start, Bloody Punch am Start, alles ordentlich, gerne auch Love am Start, geile Auswahl definitiv und zwei Oblakos am Start. Nice. Hooker in Twister Bowl. Die habe ich auch erst vor kurzem vorgestellt. Und eine Smokebox am Start. Ist aber, glaube ich, keine Originale. Nice Setup. Also kann man definitiv nicht sagen. Vor allem Tabakauswahl schon stabil. Und das Wichtigste ist, was ich auch nur dazu sagen kann und was ich auch immer sagen würde, das sage ich noch nicht nur für ein YouTube-Video, es kommt nicht drauf an, was du für eine Pfeife hast. Es kommt auf Setup drauf an. Du solltest nicht unbedingt eine Kiosk-Pfeife nehmen, aber es kommt nicht drauf an, was du für ein Setup hast. Also für eine Pfeife hast. Es kommt im Endeffekt nur davon, was du für einen Kopfsetup hast. Du kannst aus einer 50-Euro-Pfeife Alu, kannst du genauso viel Rauch, genauso viel Geschmack, wie aus einer 300-Euro-Shisha haben. Es macht keinen Unterschied. Es ist nur der Qualitätsunterschied, Verarbeitungsunterschied. Mehr Unterschied gibt's nicht. Das war's an Unterschied. Aber definitiv danke fürs Einschicken. Definitiv dickes Danke. Patrick S. hat da auch was eingeschickt. An der Stelle hier, kurze Werbung für Schmitty, wer sonst? Mit dem Schmitty-Mundstück, mit drückt nicht, kratzt nicht. Ein Supporter von Schmitty. Dann sogar noch mit Schmitty seiner Lieblingspfeife. Der ATH Chaneva am Start. Mose Breeze 1 am Start. Definitiv zwei nice Pfeifen. Ich feiere zwar persönlich die Chaneva mehr. Mose Breeze 1 gefällt mir immer nicht vom Durchzug so ganz. Da finde ich die neue besser. Mit dem Mose-Mundstück sogar, mit dem Mose-Glas-Mundstück. Kopf würde mich mal interessieren. Kopf habe ich noch nicht so gesehen. Schätzungsweise ist es kein Werkbund. Es ist kein Oblako. Da komme ich nicht drauf. Es gibt zu viele Köpfe. Anzünder am Start, One Nation Kohle, denn Dark Spirit ist am Start. Auch auf jeden Fall jemand, der schwarzen Tabak raucht oder sogar im Chor. Black and White, nice. Heftig, deftig. Reicht aus, zwei stabile Pfeifen. Easy Setup. Nice. Schauen wir direkt mal weiter. Und ATH-Kopf noch. Ukraine-Kopf ist das nicht. Jemand schreibt gerade im Chat Ukraine-Kopf. Ukraine-Kopf ist das nicht. Ach, das ist ein Werkbund, glaube ich. Werkbund hat die Köpfe früher so gemacht.
Das könnte echt ein Werkbund sein. Sieht aus wie ein ATH. ATH-Kopf ist das auch nicht. ATH-Kopf ist das auch nicht. ATH hat, glaube ich, noch nie mit solchen Farben gearbeitet. Ist echt ein ATH, schreibt jemand. Ich müsste immer in die E-Mails reingucken, das ist das Problem. Aber Rätselraten ist auch schon witzig. Irgendjemand wird es mir wahrscheinlich ins YouTube-Video reinschreiben. Aber hier ist noch jemand am Start. Und das ist so eine Idee, die muss ich sagen, ist nice. Und die würde ich sehr, sehr gerne machen. Da ich aber nur ein Mensch bin, der leider Glas hasst. Ich finde, das ist alleine geil fotografiert. Winkel passt nicht ganz. Ist so mal ein Stück höher gekippter. Die Schrankidee ist aber nice. Oh, Pfeifen ist schwierig. Das ist Amazon 20 Euro gefühlt. Mose Breeze. Alter, wie vielte Mose Breeze ist denn das heute? Das ist Kaya, glaube ich. Das ist eine Envy Nano. Müsste das sein? Das ist die gleiche Pfeife, die wir vorhin hatten, glaube ich. Beim ersten. Glaube ich, wenn sieht so aus. Eine Amy. Nochmal eine nicht so teure. Eine Amy Traddy ist das. Das ist, glaube ich, auch eine Amy. Amy hatte, glaube ich, mal so eine ganz nackte gemacht mit so einer schwarzen Base. Das ist eine Amy. Little Hammer oder irgendwie so. Boah, diese ganzen Amy-Bezeichnungen. Drei-Anschluss-Pfeife. Von wem ist eine Drei-Anschluss-Pfeife? Es gibt wenig Pfeifen mit drei Anschlüssen. Es gibt die Tribus. Es gibt, glaube ich, eine Smoker mit drei Anschlüssen. Schwierig. Das sieht mir aus wie eine WD. Das könnte aber auch eine WD sein. Da ist mein Latein am Ende. Zuka ist das. Echt? Stimmt, von der Bull sieht es ganz klar aus wie eine Zuka Django. Ist nicht mal so dumm gedacht. Ist nicht mal so dumm gedacht, weil die Django hat genau die gleiche Bull. Und das hier rechts ist nochmal eine Amy. Aber Respekt für den Schrank. Sieht nice aus. Problem ist, das ist noch nicht mal alles. Das ist noch der Schrank daneben in dem Sinne. Natürlich hat der gute Mann noch eine schöne VUCA oben zu stehen. Wie gesagt, ich sag nichts gegen Amy, aber er hat noch eine schöne VUCA zu stehen. Ey, der hat sogar eine Berliner Luft da oben. Ehre, Berliner Luft, Ehre. Dann, was hat er hier? Das ist ein Japona Mami Bowl, AO HMD, Carlouts. Aeons Funnels finde ich immer sehr, sehr nice, weil Aeon Funnel in dem Sinne. Junge, was mache ich hier gerade? Aeon Funnel ist in dem Sinne einfach nur eine umgedrehte Aeon Bowl. Deswegen feiere ich Aeon Funnel zum Design, weil es vom Design her schlau ist. Ah, den Amy Kopf hatte ich auch. Amy Kopf Hot Element, Alter, den kennt wahrscheinlich gar keiner mehr. Amy Z218 müsste das sein. Steinköpfe. Amy, Center Shocks, Mr. John, Bruderherz. Junge, der hat ja alles von Almasiva. Da fehlt ja nur der Blaulicht, der steht vielleicht dahinter. Der handgemachte und illegal, der Ghetto-Cola fehlt. Ne, der handgemachte und illegal steht hier unten. Da ist noch O's oder so, irgendwas von O's, glaube ich. Die haben einen roten Deckel, die Münzdinger. Mr. John, hinten steht noch ein Chaos. Junge, was für Fuchsaugen ich habe. Nice, also ich muss definitiv sagen, nice Geschichte mit dem Schrank. Finde ich extrem geil und das ist ein geiler Anreiz, das nachzumachen. Mich würde halt interessieren, ob das nur ganz einfache LED-Leisten von Amazon sind oder ob es die bei Ikea so gibt, genau in dieser Länge, weil es sind Ikea-Schränke. Finde ich, sieht geil aus. Problem ist, man muss die Pfeifen putzen. Roter Deckel könnte auf African Green oder King sein. Habe ich auch überlegt, Sören, hatte ich auch überlegt, dass das, es muss einer von aus sein. Nice Sammlung, definitiv, was sehe ich denn da? Das ist aber ein ganz flacher Kopf. Ist das ein Kopf oder sind das zwei? Aber geil sortiert, sage ich euch, Real Talk wird bei mir nie so aussehen. Sieht bei mir genauso aus, bloß alles in der Wohnung verteilt. Justin P. hatte auch was eingereicht und der, finde ich, hat das geil gemacht. Er hat es nämlich direkt aufs Bild drauf geschrieben. Ich denke mal über Instagram Story gemacht. Das haben wir hier am Start. Callout Lotus 1 Plus. Nice. Oblaco M, Blue Eye. Ein bisschen schräg. Nice. VUCA Mastercut Flames Walnut. Auch nice. Was läuft denn da hinten? Sieht aus wie Need for Speed. Tabak Starline Pure Energy. Nice Setup, definitiv. Eine VUCA, wie gesagt, ich kann nichts gegen VUCA sagen. Ich würde gerne eine VUCA haben, weil eine VUCA halt echt eine schöne Pfeife ist. Das Problem ist, ich rauche halt keine VUCA. Also ich wüsste halt, ich würde sie nicht so oft nutzen. Und das kotzt mich an. Und deswegen sind 300 Euro für mich rausgeschmissenes Geld. Und das finde ich ist extrem schade. Aber definitiv nice Setup. Ich würde aber sagen, für alle, die auf YouTube, Link ist in der Beschreibung, wo ihr mir auch was einschicken könnt. Wir reagieren darauf im Stream. Sonntag, montags und mittwochs immer 20 Uhr live auf YouTube. Und ansonsten
Für alle anderen im Stream, es geht weiter natürlich. Für alle anderen auf YouTube, Daumen nach oben, Links abchecken. Und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal mit eurem Setup. Gerne was einschicken, gerne alles, was ihr habt, Link dazu abchecken. Bis dahin. Tschüss.